selber. Willkommen in LV, wir sind hier beim Zeigstand mit dem Cinemizer OLED-Gerät und hier ist gerade der Jan von der Nebel gekommen. Ihr könnt oben sehen, er läuft gerade durch ein Areal. Wir sehen es in 2D, aber er hat eine Brille auf, die in 3D das Ganze zeigt. Hinterm Ohr ist ein kleiner Bewegungssensor drin, der extra noch über USB angeschlossen ist und erkennt, wenn er seinen Kopf bewegt nach links und rechts. Das Ganze gibt es auch ohne den Bewegungssensor für 650 zu kaufen, beziehungsweise drüben auszuprobieren mit der Kamera. Aber ansonsten, er hat noch einen Joystick in der Hand mit von der PlayStation, mit der er sich bewegen kann, aber ansonsten, ihr könnt oben erkennen, er geht hier gerade durch eine 3D-Welt, die ganz schick ist. Aktuell ist es hauptsächlich für Museen geplant, aber natürlich kann man es auch zu Hause an die PlayStation anschließen, normal über HDMI. Hier seht ihr nochmal die Brille, bei der man von innen auch die Schärfe einstellen kann. Und hinterm Ohr habt ihr ja vorhin schon gesehen, dass der Jan so einen extra Adapter dabei hat, wo eigentlich der Kopf, wo die Kopfbewegung erfasst wird. Und er sieht das Ganze in 3D, was ihr hier oben seht. Und es ist eigentlich eine sehr schicke Idee, für unter 1000 Euro sowas zu bauen. Und vor allem dank OLED sind eigentlich nicht wirklich Pixel drin, aber insgesamt hätten wir eine HD-Auflösung eigentlich drin, nicht Full HD. Vielen Dank fürs Zuschauen, mein LV. Das war der Zeiss Cinemizer OLED Head Mount für ungefähr 800 Euro mit dem extra Gerät hinten dran, das auch erkennt, wie man den Kopf bewegt. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bajaj Kral und vielen Dank fürs Zuschauen.